Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Wir sind letztens hier mit dieser wunderschönen Aussicht stehen geblieben. Und jetzt gehen wir den Alpha da besuchen, wenn er schon meckert. Dann. Hast du schon genug gesehen? Die Meilensteine der Zivilisation in den neuen Welten beeindrucken dich nicht so. Verstehe. Nein. Es ist... Stell doch einfach deine Fragen. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Nächste Frage. Was ist dein Job? Ich beschütze das Reich, das ich liebe, vor Ärger. Und ich mache Ärger? Du kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Was wohl an einer übermächtigen Vaterfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du... respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Du kennst mich gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh. Du bist hier, um Leuten zu helfen? Nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Stimmt schon, ja. Zu manipulieren und zu belügen, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte kleine Seele. Du bist das Chaos in einem schicken Bogenschützenanzug. Aber schick, hat er gesagt. Dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Andererseits, wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Heimdall, der Träger der Galjarshorns. Mir meinte, dass er gefährlich und ein wahrer Anhänger Odins war. Er erwähnte nicht, was für ein kompletter Narr er ist, oder dass er in der Lage zu sein scheint, Menschen irgendwie lesen zu können. Je weniger Zeit ich in der Nähe dieses Typens verbringe, desto besser. Oh ja, fühle ich ja, ne? Gültoppel. Wer liebt mich am meisten? Wer liebt mich am meisten? Wow, das ist fast so beeindruckend wie Baldur, der einen Drachen zähmt. Baldur brauchte sich nicht darum zu kümmern, wie stark er verbrannt wurde. Ich durchschaue sie, dominiere sie klar und deutlich. Wow, sind das alles Asengötter? Was? Du glaubst, dass alle Asen Götter sind? Aber Skjöldir hat gesagt, dass nur... Oh, klar, wenn Skjöldir das sagt. Wer auch immer das ist, muss eindeutig ein Asengötter-Experte sein. Im Gegensatz zu dem Asengott, mit dem du hier sprichst. Du weißt buchstäblich nichts über unsere Kultur, was? Ich weiß viele Dinge. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese? Baute die Mauer, die Riesen fernhält? Hrimthur, Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Ist das Odins Palast? Palast? Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Nö, finde ich gut. Wie du siehst, hat es wahre Macht. Nicht nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Meinst du nicht auch? Ha! Hey! Wow! Hey, Helme! Ich habe euch eine Übungspuppe mitgebracht. Ich dachte, wir gehen zu Odin. Weißt du, die Sache ist, du hast eine verräterische Absicht. Deshalb lasse ich dich auf keinen Fall in die Nähe des Allvaters. Dann müssen wir uns halt schlagen. Aua. Oh, sehr schön. Bei diesen Tricks ist es ein Wunder, dass die Götter jeden Krieg verloren, den sie je geführt haben. Elva Hopper! So ist es richtig. Zeig mir alle deine dummen kleinen Tricks. Ah, braver Junge. Das ist es, was er verdient.
Der Hammer. Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Nein. Bist du sicher, dass der Allvater gerne wartet? Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sehr sicher. Oh, oh. Jo. Oh, nein. Pfeile. Wie furchterregend. Du verhinderst nicht, dass ich Odin sehe. Du wirst ihn sehen. Von deinem Grab aus. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh, oh. Nicht mal das hat funktioniert. Jetzt bin ich aber wirklich erledigt. Oh, Alter. Das war nicht mal knapp. Klar, völlig uneffektiv. Also mach weiter damit. Was das schon? Ist das alles, was du kannst? Jürgen? Mehr kannst du nicht? Wow. Ich muss wirklich sagen, Loki, ich bin absolut unbeeindruckt. Du solltest wohl liegen bleiben. Toll. Schluss damit. Was du auch denkst, ist Allvaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und es endet unschön für dich. Wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir. Mag, wie schön echt die Bette aussehen. Du bist wirklich krank. Loki, du bist da. Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Ist das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler? Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Heimdall, warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Was willst du? Wegtreten. Geh. Sehr gern. Und du, mach dich mal sauber. Aber Allvater. Ach, ach was. Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was, genügt dir das nicht? Verschwinde hier! Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber er vergisst manchmal zu denken, weißt du? Hey, ich habe noch was zu tun. Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, mal küren, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tyr befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, 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 ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin?
Allvater. Königin Gnau? Die Einherjar sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherjar. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münthinappen, Hrothgar. Münthinappen, Gorm. Münthinappen, Janna. Gut, weiter geht's. Ah, die Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Tor auch. Erlen, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Hoffentlich mal eine Rüstung, die was bringt. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sif, du hast unseren neuen Haus. Das ist Sif? Sag hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Wie nett. Meine Diplomatin, alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist er? Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Hallo. Oh. Hier sind wir wieder. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Gut, Junge, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Ja, bitte.
Etwas Cooles endlich. Neues Wissen über Odin. Nach all den schrecklichen Dingen, die ich über Odin gehört hatte, hätte ich nie erwartet, dass er sich mir gegenüber so respektvoll verhalten würde. In der Hütte, als er mich nach Asgard einlud, und seit unserer Ankunft hier, scheint er wirklich interessiert daran zu sein, wer ich bin und was ich denke. Ich weiß, dass ich ihm nicht allzu sehr vertrauen kann, aber es ist nicht schön, dass mir jemand zuhört. Ich fühle mich in seiner Nähe sicher. Sicherer, als ich dachte. Mal sehen, welche Antworten er für mich hat. Das machen wir gleich alles. Ich will erst mal schauen, was hier in der Butzen gibt. Man kann nicht rausschauen. Leicht. Leicht kann man rausschauen. Ah ja, hier konnten wir unseren Bogen verstärken. Und hier gibt es dann neue Sachen. Verstehe. Asenuniform, eine Rüstung, die von Schmieden Asgards gefertigt wurde und Loki perfekt passt. Die sind sich echt nicht einig, wie man die hier nennen soll. Loki, Atreus. Ja, okay, nehm mal. Ich könnte es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Das ist richtig. Normale Pfeile werden in einen Salve abgefeuert. Asenbogen. Runen. Ja, das klingt tatsächlich sehr interessant. Ja. Runenaufladung. Das Töten eines Gegners mit einem Runenpfeil stellt sofort ein Pfeil an seine Stelle wieder her. Verbesserung erhöht die Anzahl der wiederhergestellten Pfeile. Versteinerte Drachenblut mit merkwürdigen Runen-Eigenschaften. Wirklich nützlich. Aus zu verbessern? Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Haben wir den Asgard-Bogen? Ein Bogen wie in einem Prinz Asgard. Ein Bogen für einen Prinzen Asgards. Oh Gott. Wir hätten tatsächlich sogar bis 3 Jötnerbogen. Normale Pfeile werden in einer Salbe abgefeuert. Erheblich verringert. Runenbeschwörung haben eine erhebliche verringerte Abklingzeit. Auch gut. Ich tue den mal verbessern und ich tue den Clownbogen verbessern, weil das sind die zwei Dinge, die mir bis jetzt gefallen. Ah, fehlt mir. Ah, ja. Spezialgegenstände. Siegelverstärkung. Siegelfälle verursachen erhöhten Status. Verbessert Verstärker dieser Effekt. Richtsichtslose Stärkung. Jeder zugefügte Schaden wird erhöht, wenn die Runenpfeile vollständig verbraucht sind. Okay. Wenn eine Runenbeschwörung in der Abklingzeit ist, wird er von Runenpfeile ausgelöste Status deutlich erhöht. Also nichts, was mir gefällt, tatsächlich. Na, brauche ich nix. Das ist also jetzt der Bogen. Ich habe mir da irgendwie ein Blau vorgestellt. Asenuniform. Ist genau dasselbe wie das. Was ist denn hier los? Aber das Grüne finde ich richtig gut. Gefällt mir. Ziehen wir mal an. Eine Rüstung, die ich vom hatte ich ja schon vorgelesen. Und Accessoire, Runenaufladung, das tue ich tatsächlich rein. Der erste Runenpfeil auf einen vollen Korb fügt mehr Schaden zu. Verbessert, erhöht den Verbesserung. Nahkampfangriffe auf Gegnern, die von Schall getroffen sind, fügen zusätzliche Betäubung zu. Mal das.
Der Tod eines Gegners mit einem Runenpfeil stellt sofort einen Pfeil auf seine wieder her. Runenpfeil voller Küche. Ja, könnte so gut sein. Wie ich ihn jetzt so aufgestellt habe. Ja doch, das sieht schon nicht schlecht aus, so mit diesem Grün. Gefällt mir wirklich. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut tatsächlich. Sonst noch was hier? Kann ich mich ins Bett legen? Nee, kann ich nicht. Wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten. Ich würde sagen, wir kommen, gehen noch raus. Reden nochmal mit Odin. Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Bruh. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Bund geschlossen. Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. Das richtet jemand her. Also, was für ein Schwert ist das? Es ist neu. Einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Bin bereit, den Allvater im Arbeitszimmer suchen. Wie wird man eine Walküre? Gehen wir mal kurz zuerst mit ihm mit. Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Walküren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Mutter, kennst du schon Loki? Ah. Jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Weil du in ihrer Nähe darüber redest, du Vollidiot. Nein, 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 ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ich schenke dir was. Lass. Er hat es sicherlich nicht gerne gesehen. Doch, das mache ich. Es tut mir leid. Mütter, hm? Willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Das ist anders an dem Met. Kann ich antworten? Als wäre der Honig verdorben. Das wäre aber ein äußerst umständlicher Weg, Selbstmord zu begehen. Ich bin gar nicht komisch. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Dann tun wir das mal. Dann gehen wir mal zu Odin rein, schauen, was unsere Mission ist. Bis später. Und dann schauen wir mal, ob wir es in diesem Part noch machen oder im nächsten Part. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ich... Mhm. Ja. Ja, ist gut. Mhm. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin. Ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt.
Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding. Das habe ich seit... Ach, du weißt doch schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Neue Nahkampfwaffe. Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Gern geschehen. Mit Odin gehen. Ingrid. Ich habe ein magisches Schwert in Odins Arbeitszimmer gefunden. Er sagt, es heißt Ingrid und ich darf sie tragen. Solange ich hier bin, sie scheint wirklich glücklich darüber zu sein, rauszukommen und etwas zu erleben. Können Schwerter sich langweilen? Ich frage mich, woher sie stammt. Ich frage mich, woher die Stimme, beziehungsweise die Seele ist. Genau wie das Messer soll ja auch eine Seele haben, nicht? Gibt's da noch jetzt neue Fähigkeiten? Nein. Also wird das Schwert anscheinend nicht von Dauer sein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Oder Macht? Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Ich fühle... Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht die retten, die wir lieben. Die Augen grün leuchten. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich nach langer Suche dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Aber das Auge ist doch anders passiert. Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend. Obsidiani, Spita. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und er wäre? Arbeite weiter mit mir. Und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre es ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Tor! Komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Yes. Und diesen schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden?
Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Wer hat der Allvater uns hingebracht? Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Also, wohin gehen wir? Ja, das finden wir im nächsten Part raus, wenn es wieder heißt God of War Ragnarök. Wir haben die Maske auf jeden Fall hinten an dem Gesäß. Das wird heißen, wir werden durch ganz Muspelheim jetzt laufen und warten, bis das Maske anfängt zu leuchten wahrscheinlich. Aber was da passiert, was wir machen, wie gesagt, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, vielen, vielen herzlichen Dank für Einschalten. Reingehauen, auf Wiederschauen und bye bye.